Okay, wir machen weiter. Weiter mit Princess Peach Showtime. Und wir haben letzten Stream die dritte Etage komplett abgeschlossen. Und mir wird gesagt, ich soll wieder das Geländer runterrutschen. Das habe ich letztes Mal auch schon gezeigt, das kenne ich. Dieses Yay! Ich finde das ganz cool, dass sie es eingebaut haben, ja. Ich merke, die Musik ist manchmal ein bisschen leise in dem Game, ne? Ich glaube, die war gar nicht so laut. Auf YouTube lade ich das ja auch mittlerweile hoch. Und schneide da auch alles, das meiste raus, was doppelt ist. Also dieses, wenn ich wieder wegen einem Stern nochmal in ein Level rein muss, dann schneide ich das meistens raus, weil das ist ja voll langweilig. So, bevor wir jetzt aber ins nächste Stockwerk gehen. Ist das nächste Stockwerk schon das letzte? Das sah so aus auf der Anzeige links gerade. Aber es kann auch sein, dass es noch mit einem Pfeil nach oben noch höher geht. Gehen wir jetzt ins Untergeschoss. Denn hier haben wir noch neue Level. Ich habe auch schon gehört, hier soll irgendwas sein, was fies ist. Das hier zum Beispiel. Oder das andere. Ist das nicht das mit dem... Mit dem Detektiv? Nee, ist nicht Detektiv. Egal, wir machen erstmal das mit dem Bäcker. Hab schon gehört, Detektiv-Level scheinen manchen Leuten nicht zu gefallen. Ich kann es verstehen. Ich hatte da beim ersten Mal jetzt auch nicht so mega Fun dran. An sich ist es aber cool, weil es ja was anderes ist. Du kannst ja nicht alles gleich machen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man bei Peach nicht erwartet hat, dass man da nicht erwartet, irgendwie Rätsel zu lösen. Dass man halt mit einem ganz anderen Gedanken da rangeht, ne? Was mir aufgefallen ist, als ich jetzt die Folgen mal ein bisschen geschnitten hatte, Ladevorgänge sind ganz schön lang manchmal in dem Game. Meine ich jetzt zumindest. Also es geht, aber es gibt, wenn man andere Spiele spielt, fühlt sich das lang an. Dann habe ich das auch immer gesehen, so die Tonspur. Und sehe ich manchmal ganz schön lange ruhig war. Ja, beim ersten Stream war ich zwischendurch dann doch mal ein bisschen ruhig da. Musik dazu. Der Screen ist auch noch am ruckeln, immer der Ladescreen. Das wundert mich auch. Hiermit, glaube ich, haben... Achso, das waren die. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch Geist gedrückt. Hiermit haben anscheinend auch Leute auch ein bisschen Probleme. Ich habe jetzt so ein bisschen was mitgekriegt. Vielleicht war es das auch schon. Aber man hier am besten stoppen soll. Dann, wenn es eigentlich anfängt, bunt zu werden, kann man stoppen am besten. So die beste Art und Weise. Ja, ich weiß, Mai. Aber ich habe schon gesagt, Mai, vielleicht spielen wir heute nicht den ganzen Stream über das Game hier. Also guck zwischendurch mal rein, ob ich vielleicht die Kategorie gewechselt habe. Kann sein, dass ich nachher vielleicht auch noch was anderes spiele. Herzlich willkommen. Yuki, moin. Frau Grape? Wovon spricht er? Ja, der Bösewicht. Also, aber immer noch was von Luigi's Mansion, ne? Ich habe schon gesagt, ich weiß noch nicht genau, was ich vielleicht noch spiele heute hier nach. Entweder spiele ich heute jetzt den ganzen Stream, also 4 Stunden oder so. Oder wir spielen Mario 64, Retro Achievements weiter. Kann ich irgendwas machen? Oh, ich kann. Oder vielleicht Baby Kaizo. Retro Achievements. Ist das für ihn? Jo. Hier geht's nicht weiter, ne? Wie weit bist du denn, Access? Bist du durch? Oder hast du das Spiel? Spielst du das gar nicht? Ich finde das mal verniedlich, wie die läuft. Da kann man in die Türen rein? Nee. Okay, weiter geht's. Postgame, okay. Hey, Kiro. Ja, ich glaube irgendwie, das Spiel ist irgendwie ein bisschen leiser. Das ist mir aufgefallen in meinen Aufnahmen. Also, wer sich das jetzt geschnitten hat. Das ist viel leiser wieder als die anderen Spiele. Ja. Naja, egal. Ist halt so. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen lauter als letztes Mal. Die Aufgabe ist eine, wer die Torte zuerst fertig gewinnt, okay? Aber hier sind schon wieder solche Balken, ich sehe schon. Schaffe ich bestimmt nicht mehr auf Anhieb. Okay, das ist einfach nur... Die ganze Zeit gedrückt halt eigentlich, ne? Ja. Wie sieht die Torte so halb im Hintergrund bei mir hinter der Cam? Aber jetzt ist wieder ein bisschen lauter, okay. Muss doch ein bisschen leiser machen. Ja, nur. Achso, fertig dekoriert, stimmt. Ist ja noch A gedrückt halt, aber ich mach wieder ein bisschen leiser. Die Sahne geht irgendwann leer, wirklich.
Die Herausforderung ist schnell, aber bei Torten bin ich erste Sahne. Könnte von mir sein. Oh, ich hasse das. Ich kann das immer so schlecht. Okay, voll versaut. Okay, so schlecht war das noch nie. Ist auch, glaube ich, genau falsch gemacht, ne? Oh, Mann. Ja, ich hab's voll verkackt an der Stelle jetzt. Ich sag's ja. Ist noch irgendwie geregelt, vielleicht? Das Problem ist, dass ich jetzt hier schnell sein muss und jetzt nicht richtig gucken kann, wie ich anfangen muss. Ja, egal. Ja, das ist, ich finde dieses Gewellte immer, ich muss immer gucken, wie ist das Gewellte gemeint? Ab wo soll ich anfangen und wo nicht? Ich habe das beim letzten Mal, es war beim ersten Mal schon, wo ich danach gucken musste. Also ich habe halt genauer geguckt, aber hier dachte ich, muss ich schnell sein, dachte ich jetzt. Muss ich nicht? Okay, dann kann ich mir doch ein bisschen Zeit lassen, richtig raufzugucken. Anscheinend muss ich doch nicht schnell sein. Geh doch ein bisschen leiser. Hat man doch Zeitdruck? Okay. Ja, ich finde das Muster immer so schwer. Das habe ich mir schon schwer gefunden. Wie muss ich das jetzt machen genau darum? Achso, ah, hier, von hier in der... Hier muss ich anfangen. Hier rum. Ah, so ist das diesmal. Ich glaube, bei der anderen Torte war es andersrum. Kann das sein? Das Muster? Ich glaube, das war beim anderen Torte, die wir mal gemacht haben, schon genau andersrum. Mit dem Muster. Dass diese Ecke immer gegen diese Dinger gehen musste. Ich muss dich ranhalten. Hey, Deko. Ey, das ist ja so ein Dingens. Okay. Rundherum. Und Auge? Auge. Okay. Alles klar, Deko. Auch zu dir. Vielleicht mache ich das, wechsle ich später noch das Spiel im Stream. Dann kannst du ja mal gucken. Kannst ja auf die Kategorie achten, wenn ich das Spiel wechseln sollte, falls ich es mache. Und danach dauert es eh, glaube ich, bis ich das nochmal spiele. Das heißt, ihr könnt ein bisschen vorzocken. Dann kann ich euch nicht mehr spoilern. Habt ihr, glaube ich, das habt ihr auch eine ganze Woche Zeit wahrscheinlich, bis ich es wieder spiele. Ja, kann sein, dass ich das erst nächsten Mittwoch dann oder so wieder spiele. Auf jeden Fall erst dann kommende Woche. Meine Geschmacksknospen vibrieren. Die Knuffelnase. Ist ja eine Sie. Noch gar nicht gesehen, ob es verschiedene Geschlechter gab. Aber danke natürlich für den Lurk-Support. Was muss ich jetzt machen? Kommt mir noch rein. Welche süße Überraschung, nicht wahr? Wer ist denn er jetzt? Vielleicht kommt mir nicht davon. Aber ich bin nicht der Einzige, der an Luigi's Mansion überall denkt hier, oder? Bei den ganzen Viechern. Auch die ganzen Sounds und so. Alles für Luigi's Mansion-Style. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich lese nicht so wirklich vor bei dem Game. Die meisten Sachen. Ich weiß nicht, finde ich hier irgendwie gar nicht so wichtig. Ist halt... Nee. Nee! Der zuerst die Teller füllt, gewinnt. Ja, nur das ganz wichtige Zeug lese ich. Was meistens in den Textboxen so richtig ist. Und muss ich jetzt einfach nur mashen? Am besten da, wo sie immer steht. Und nu? Wohin damit? Auf den Tisch, oder was? Okay. Eins muss man aber sagen, was schade ist an der ganzen Sache hier. Du machst eigentlich immer dasselbe mit ihr, ne? Oh, boah, die Animation ging so lang. Ich kam nicht weg.
Kann ich noch weitermachen oder bin ich jetzt fertig? Ich weiß gar nicht, wie das abläuft. Ja, der springt jetzt den nächsten Sprung hier hin, oder? Ja. Dum, da, da, dum. Ach, du kannst sie einfach darauf werfen. Ah, okay, okay. Okay, warte. Nein, 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 ich will. Nein! Nein, was machst du denn, Spiel? Ich bin doch schon noch weggelaufen. Und zieht sie sich noch instant wieder hin? Guck mal, der muss gar nicht laufen, der Typ. Voll der Cheater. Ja, der macht's einfach fertig und dann kommt er hin. Und ich muss mal hinlaufen. Was ist denn das für ein Crap? Aber ich habe irgendwie nur eine fertig bislang. Ein Stern. Habe ich es nicht geschafft? Also drei Sterne habe ich wohl nicht gekriegt. Nee. Okay. Ruffy, moin. Tipp? Nö. Ich will keine Tipps. So, Leben ist natürlich, jetzt muss ich das nochmal komplett machen, ne? So was riesen Manko an dir. Also keiner mag das. Das größte Manko in dem Game, ständig diese Level von ganz von vorne wie alles zu machen. Das ist super nervig. Muss ich leider manchmal betonen, aber das ist die größte Kritik, die ich am Game habe. Macht wirklich auch keinen Spaß. Man macht halt gerne 100%. Ah, das hätte man als Entwickler auch ein bisschen anders machen können. So von Kapitel zu Kapitel im Level. Dass ich sofort hier bin. Wenn ich will. Ja, schade, habe ich jetzt den einen verpasst, ne? Ach, das war der Kampf. Ach so. Ach so. Ja, gut, okay. Ja, nochmal das Ganze. Dass wir dem Team arbeiten, weiß ich ja. Das Problem ist ja, wenn die jetzt da steht, kann ich gar nicht im Team arbeiten. Kann man nichts mehr. Nee, ich glaube, wenn sie einmal angefangen hat, geht das nicht, ne? Ich konnte nicht mehr mitmachen. Ja, nu? Ja, nu? Ja, vielleicht noch ein bisschen länger warten, wenn es geht. Oder ist das Auto immer noch schneller? Okay. Ja gut, die hat eben so lange hin und her gelaufen, Kleine. Aber gut, ich hab's schon fertig. Super easy wieder. Okay. Ja, okay. Easy. Wir auch eher direkt gedacht, oh, Teamarbeit und Eddie so Solo-Beste. Ja, ich habe schon verstanden, dass man mit der das zusammen machen muss. Aber dass das hier so viel Auswirkungen hat, wusste ich ja nicht. Also es kann es auch ohne schaffen. Immer wissen halt Frauen nicht, was sie wollen, rennen hin und her. Gut, dass das eine Frau schreibt. Edel mag also Solo-Leveling. Ich level wirklich gerne Solo, weil dann kriegt man mehr XP und muss kein XP teilen. Habe ich gern, ich habe wirklich, das stimmt sogar, in Spielen, Diablo zum Beispiel oder WoW, habe ich sehr gerne alleine gelevelt, weil ich dann in meinem eigenen Tempo spielen kann und natürlich die komplette volle XP bekomme. Ja, ich weiß, du sprichst auf den Anime an, aber trotzdem, das wollte ich dazu mal gesagt haben. Alles klar, Dude, mach das. Die verzauberten Leckereien. Ich sehe gerade, es wurde schon wieder irgendwas gepostet zu Paper Mario 2, was wir natürlich auch hier streamen werden auf Twitch Arena. Und ich werde es auch
Oh, es ist ein neuer Trailer oder was? Vielleicht, ja, gucke ich mir nach dem Stream mal an. Da gucke ich nach dem Stream mal rein. Natürlich kommt, wird das dann auch, genau wie das hier gerade, auch auf YouTube hochgeladen. Ist das auch auf YouTube oder war das jetzt nur auf X? Nee, auf YouTube gibt's den auch. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne mal reingucken jetzt. Wir spielen hier weiter Peach. Ich guck mir den nach dem Stream an. Ist ja ein Trailer von einem Spiel, was man eh schon kennt, ne? Ist jetzt ja kein komplettes neues Game. Ja, für dich ist es komplett neu. Für mich ist Luigi's Mansion 2 HD neu. Was ich ganz cool finde. Paper Mario 2 ist nicht wirklich so neu. Ich habe das ja einmal durchgespielt. Aber es gibt bestimmt Dinge, die ich auch nicht kenne. Es gibt ja noch... Es gibt ja auf jeden Fall irgendwie was, was man, wenn man halt alles holen will, ich glaube so eine Kampfareal oder Kampfhöhle, ich weiß nicht, wie das heißt. Ist auch egal. Auf jeden Fall kann man da noch einiges machen. Das habe ich nicht gemacht. Und vielleicht gibt es ja auch neuen Content. Die Leute wünschen sich ja jetzt schon einen neuen Content. Am liebsten, dass man irgendwie so ein bisschen den Hintergrund von Luigi's Mansion... Ach Gott, was laber ich da? Von Luigi. Irgendwie so ein DLC... Nee, DLC nicht. Extra-Content halt, Luigi, so. Vielleicht nicht zu viel... Was heißt zu viel raten? Ich kenne mich eh nicht so gut aus. Oh nein, wir müssen den Funkeli retten. Jetzt habe ich natürlich das erste nicht gelesen. Ich mag den Sound. Ach so, ich kann doch... Upsala. Ja. Nein, da oben war doch bestimmt was. Okay. Mal erstmal gucken, wo muss ich denn hin hier? Ich will zu den Kristallen. Da ist einer. Ich kann auch springen, nicht vergessen. Schon muss ich ja irgendwo springen. Ich denke halt die ganze Zeit immer, ich könnte gleich ein Stern kommen oder so. So gemein irgendwie an den Stellen. Ist das der... Nee, ist jetzt nicht der Schleifentyp, ne? Moin, Jens. Jetzt ist nicht der Schleifentyp, okay. Nur zugucken bei Paper Mario, wieso? Wieso willst du es nicht selber spielen? Gebe ich ne... Wenn wir zurück sind, gebe ich ne Milch aus. Oh, da, ich habe schon gesehen, dass da leuchtet was. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Wir brauchen einen Plan. Sag mal, wo ist denn dein Pferd hin? Epona ist abgehauen. Oh, da kommt Epona wieder. Fake Epona. Deine Stute brennt es wohl wieder in den Hufen. Ja, noch gehen wir aber nicht rauf. Erstmal dahin. Super, zu früh gedrückt. Paper Mario 2 Retro Achievements. Nee, danke. Nee, also manche Spiele, glaube ich, will ich keine Retro Achievements machen. Bei Pokémon ist das eigentlich schon so ein Ding, wo ich ja nicht mal weiß, ob ich die komplett fertig mache. Also Full Set. Da sind halt so viele Sachen bei, die sind einfach nur. Ja, langwierig, ne? Mega zeitaufwendig. Hätte ich das früher gespielt, also wenn jetzt neue Nintendo-Spiele rauskommen. Kommt jetzt ein neues Pokémon raus und das hat Achievements. Dann sieht das ganz anders aus. Aber Nintendo sagt ja bislang nein. Jetzt zum Nachholen ist es halt echt sehr zeitaufwendig. Ich finde das mal fies. Ich gucke halt die ganze Zeit nach, wo die Sachen sind. Oh, hier ist eine Sache. Hä? Ah, habe ich doch gekriegt. So, ich dachte, ich muss schon springen jetzt. Oh. Ich suche halt die ganze Zeit immer eher die Dinge, die ich da machen muss. Whee! Super Peach! Alles? Die Nervensäge weg, da unten ist noch was. Da ist er auch gefangen. Okay, okay.
Ich sehe schon. Ja gut, der ist ja leicht zu sehen. Den kannst du ja gar nicht übersehen. Also da musst du ja schon mega El Blindo sein. El Blindo. Ja, nu? Achso. Ich bin einfach automatisch runter. Wollte mich gerade ducken, ey. Geht ja gar nicht. Das Level ist aber ganz spaßig, muss man sagen. Auch wenn ich jetzt hier vielleicht das letzte verkacken sollte. Finde ich es ganz spaßig. Weil beim nächsten Mal muss ich nicht die ganze Zeit gucken, wo die Sachen sind. Ist ein bisschen angenehmer. Wenn man halt nicht selber hin und her laufen kann und steuern kann, musst du... Wird man schnell überall rumgucken, ne? Schnell zum Ausgang. Kommt der Zug jetzt... Ah, da ist der Zug. Ich dachte schon, der kommt da hinten raus aus dem Riss. Würde passen zu Spirit Tracks. Nein, ich bin nicht aufgepasst. Oh, geht kaputt. Verkackt? Doch, verkackt das letzte, war ja klar. Na gut, mach ich es normal, ist nicht so schlimm. Lass mich raten, ich muss den Zug, glaube ich, kaputt machen. Naja, nochmal. Stimmdubel. Hey, Anni. Mach ich's halt nochmal. Ich habe halt am Anfang einmal nicht hingeguckt. Und dann erst zu spät gecheckt, dass ich die Dinger raufwerfen muss. Und dann schon verkackt. Auch gut, ne? So, jetzt muss ich die Dinger werfen, oder? Jetzt geht's schon los. Let me werf Dinge auf die Zug. Oh, da war ja schon. Zack. Zack. Nein, schon wieder verpasst. Zack. Hör doch mal auf, immer noch. Ich drück doch nach unten. Hä? Ich weiß nicht, was mache ich falsch? Ach doch, jetzt ist... Was war jetzt der Unterschied zu vorher? Was um Himmels Willen war jetzt der große Unterschied? Der Zug war nur ein bisschen weiter hinten, oder was? Wow. Wow. Drei Waren. Ach, es ging um die Wagen. Ach, auf die Wagen habe ich ja gar nicht geachtet. Hat der Zug beim letzten Mal einen Wagen kaputt gemacht, oder was? Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Na gut. Habe ich gar nicht drauf geachtet. So, für die auf YouTube ist es wieder schön. Einfach zusammengeschnitten. Die müssen sich den ganzen Mumpitz nicht immer 4-5 Mal angucken. Auch wenn es eh nur das zweite Mal jetzt war, aber... Ja, für die ganze harte Arbeit, die ich leiste. Ein Daumen nach oben. Sehr harte Arbeit, sowas rauszuschneiden. Nicht. Okay, hätten wir das fertig. Wir gucken uns erstmal natürlich die Kleider an. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Kann ich irgendwas Neues kaufen? Hey, Ferdies. Vielleicht tragen? Nö, ich kauf's nur. Licht, okay, das ist ja mal cool. Lichtspielkleid. Wir machen mal das. Ich finde es ganz cool, wenn wir mal anders rumlaufen, ne? Nicht immer gleich. Ja, gleich tragen. Okay, das finde ich cool. Wer wird sich Luigi's Mansion 2 HD holen? Ich auf jeden Fall, weil ich es noch nie gespielt habe. Für mich ist es ja blind. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt für Stella noch einiges Neues, ne? Was kann Stella denn Schönes? Okay. Das sieht doch schon so aus wie letztes Mal irgendwie. Das sieht doch fast aus wie das hier. Na gut, andere Farbe, schon eine andere Farbe. Ja, wir hätten jetzt mal schon blau und gelb. Wir machen jetzt mal das. Immer so, ne? Immer ein bisschen mal im Wechsel sein hier. Wenn nicht alles gleich aussieht. Gut, dann ab auf Etage 4, würde ich sagen. Immer schön modisch. Wenn es mal günstiger wird. Naja, gut, Luigi's Mansion 2 könnte ich wahrscheinlich für Guides gebrauchen. Ja, es ist kein Remake, es ist dasselbe Spiel eigentlich, aber
Egal. Da könnte ich vielleicht Velucis Menschen 1, 3 ich mal hatte. Könnte ich gut gebrauchen. Wenn man da auch wieder Sammelkram hat. Mal gucken, wie es ist. Ich kenne es ja nicht. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Natürlich könnte ich mir das vorher jetzt auch ein bisschen angucken, damit ich schon mal weiß, was ich mache, wenn das Spiel rauskommt. Guide-technisch. Aber, nee, egal. Ich weiß, ich hätte den Aufzug nehmen können. Warte mal. Ach, das eine war Erdgeschoss. Stimmt, das ist jetzt ist der dritte. Ja, okay. Ich dachte schon gerade, hä? Warum ist denn der dritte wieder alles dicht?